Der Andrang war groß. Insgesamt 80 Unternehmen und über 500 Schülerinnen und Schüler lernten sich beim Azubi Speed Dating in Darmstadt kennen. Nur 10 Minuten haben die angehenden Auszubildenden jeweils Zeit, um die Unternehmen von sich zu überzeugen. Und auch die Unternehmen selbst zeigen sich von ihrer besten Seite. So auch Julia Klöber. Sie ist heute gemeinsam mit ihrer Kollegin auf der Suche nach potenziellen Auszubildenden, und zwar noch für 2017. Also wir haben auf der Liste 20 junge Menschen stehen und hoffen, dass da doch der ein oder andere motiviert ist, der sagt, ich will in der Branche Fuß fassen, das interessiert mich. Ich denke, es ist heutzutage nicht so einfach, gutes Personal zu finden, und versprechen uns einfach von Auszubildenden ja die Möglichkeit, denen von Anfang an unsere DNA zu vermitteln, zu sagen, das sind wir, leb das mit uns, wir bilden dich aus, wir fördern dich und du kannst bis an dein Lebensende, wenn du möchtest, bei uns bleiben. Über 1000 Gespräche konnten dank des Speed-Dating-Charakters stattfinden. Doch es gibt noch einen großen Vorteil an diesem durchaus ungewöhnlichen Bewerbungsverfahren. Der Charme eines Speed-Datings ist, dass ich nicht eine anonyme Bewerbung losschicken muss mit einem Lebenslauf, einem Anschreiben und einem Passfoto, sondern ich habe tatsächlich die Möglichkeit, mich als Mensch zu präsentieren, auch darzustellen und kann dadurch vielleicht die ein oder andere nicht ganz so tolle Note ausgleichen. Und genau das schätzt auch die Schülerin Özge Özdemir. Also ich sehe gerade hier die Möglichkeit, dass ich mich selbst persönlich ohne Noten mal bewerben kann hier und mich einfach quasi selbst den Firmen vorstellen kann, dass ich auch etwas drauf habe, ohne auf meine schulischen Leistungen zu schauen. Auch wenn man das kaum glauben mag, der Zeitdruck bei den Gesprächen macht den meisten Ausbildungssuchenden nichts aus. Das sind ja nur 10 Minuten. Das ist so eine kurze Zeit, man denkt eigentlich, oh, 10 Minuten ist schon genug, aber das geht so schnell rum. Da setzt man sich hin, sagt gerade kurz was und dann erklären die schon was und dann klingelt die schon die Zeit. Aber soweit für den ersten Eindruck, finde ich, reicht das auch. Auch die Unternehmen ziehen ein positives Resümee. Ich bin wirklich begeistert, was wir hier so erleben schon den ganzen Tag. Ich habe mir das sehr knapp, sehr eng alles vorgestellt, aber man kann wahnsinnig viel Eindruck in 10 Minuten gewinnen von den jungen Menschen und ich hoffe, dass sie es auch von unseren Unternehmen können. So freudig wie Sie gehen heute viele Unternehmerinnen und Unternehmer nach Hause. Dank des auszubildenden Speed-Datings kann sie dieses Jahr 4 der Ausbildungsplätze in ihrem Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit besetzen.